Moin sind. Schön, dass ihr mal wieder bei mir reinguckt. Ja, was habe ich denn heute für euch? Also, es geht stark Richtung Winter und wir müssen dafür sorgen, dass unsere Hühnchen immer eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung haben. Und deswegen können wir es überhaupt gar nicht gebrauchen, dass uns das Wasser einfriert. Darum geht es heute um Tränkenheizer und zwar um Tränkenheizer, die ohne Strom funktionieren. Es hat ja nicht jeder Strom im Stall und deswegen habe ich mir mal so ein paar Gedanken gemacht, wie wir das bewerkstelligen können, ohne dass wir Strom im Stall haben. Entschuldigt übrigens ein bisschen meine kratzige Stimme. Ich habe gerade Corona, aber so im Großen und Ganzen geht es mir gut. Und da zeige ich euch jetzt mal was. Der ultimative Klassiker unter den Tränkenheizern ist ein ganz ordinäres Grablicht. Das würde ich allerdings überhaupt gar nicht im Stall empfehlen. Nur weil wir gerade bei Tränkenheizern ohne Strom sind, wollte ich das einfach mal mit aufnehmen. Ne? Das funktioniert so, ihr nehmt einfach ein Grablicht, macht euch ein kleines Loch in der Erde, stellt das Ding da rein, dann vier Backsteine und stellt dann oben drauf eure Tränke. Sollte natürlich jetzt keine Kunststofftränke sein, sondern irgendwie ein Topf, eine Metallschale, eine Steinschale oder sowas. Man kann anstelle der Backsteine kann man auch einen Pflanzstein nehmen. Also das habe ich bei mir selber schon jahrelang im Auslauf. Wollte ich nur mal der Vollständigkeit halber erwähnt haben, aber wie gesagt, offenes Feuer im Stall geht gar nicht. So, und da offenes Feuer im Stall natürlich gar nicht geht, haben wir die ganze Sache jetzt schon ganz schön eingeschränkt. Aber Professor Hastig hat geforscht und ich bin auf den Trichter gekommen. Wir machen jetzt mal selber Tränkenwärmer im Stall aus Taschenwärmern. Tada! Da habe ich unterschiedliche Modelle für euch besorgt. Ich zeige euch das mal auf dem Tisch. So sehen diese Dinger aus. Gut, das, Vor- und Nachteile von diesen Dingern möchte ich erstmal sagen. Also der hier ist angegeben mit einer Heizzeit von bis zu 12 Stunden. Dieser hier hingegen ist angegeben mit einer Heizzeit von 24 Stunden. Das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen abhängig davon, wann geht ihr in den Stall, wann könnt ihr euer Hühnchen Wasser geben. Ne? Einer, der morgens in den Stall geht, setzt frisches Wasser hin, dem würde es reichen, wenn es bis zum Abend frostfrei bleibt, wenn die Hennys wieder reingehen, weil am nächsten Morgen ist er ja eh wieder da und macht frisches Wasser. Gut, wenn man jetzt natürlich abends in den Stall erst kann, dann wäre es toll, wenn die Tränke bis zum nächsten Abend oder späten Nachmittag frostfrei bleibt. Ne? Deswegen habe ich auf jeden Fall mal zwei Stück von diesen Dingern hier besorgt. Die sind allerdings nicht so ganz billig und es ist, kann auch keine Dauerlösung sein. Diese Dinger sind Einwegwärmer. Das heißt, die aktivieren sich in dem Moment, wenn ich hier diese Tüte aufreiße, dann kommt hier Sauerstoff dran und dann werden die warm und zwar angeblich bis 50 Grad. Hier ist einer drin und in diesem Ding sind zwei drin. Ich weiß gar nicht, ist das... Ja, das ist bauartlich getrennt. Also wenn ich jetzt eine Seite aufreiße, dann wird wahrscheinlich auch nur einer aktiviert von diesen Dingern. Die probieren wir mal aus. Dann habe ich für euch noch mitgebracht Taschenwärmer, die man wiederverwenden kann. Die kennt ihr wahrscheinlich. Die schmeißt man hinterher in kochendes Wasser. Und dann reaktivieren die sich. Allerdings sind die schon von Haus aus mit einer Heizzeit von nur einer Stunde angegeben. Das ist natürlich... arg kümmerlich, aber nichtsdestotrotz werden wir das probieren. Ich habe nämlich nicht nur Handwärmer für euch besorgt, die Einweg sind. Ich meine, diese sind hier mehr weg, aber die werden es jetzt nicht bringen. Egal, testen wir trotzdem, sondern ich habe auch welche besorgt, die man, ich nenne es mal auffüllen kann. Ne? Aber dazu kommen wir, wie gesagt, später. Jetzt testen wir erstmal diese Dinger. Da ich jetzt auch immer stundenlang messen muss, wie warm die sind und wie lange die Wärme halten, wird der Dreh dieses Videos wahrscheinlich auch ein paar Tage dauern und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Der Versuchsaufbau ist wie folgt. So, jetzt sind wir einen Tag weiter und das Ergebnis ist erschütternd und erbärmlich. Also das Ergebnis von diesen Dingern ist jetzt letztendlich so schlecht, dass es sich da gar nicht lohnt, eine Liste für zu machen. Ne? Also heute Morgen um 8 Uhr, da haben diese Dinger gerade mal irgendwie 3 Grad oder 4 Grad mehr angezeigt als die Außentemperatur. Ne? Hier bei mir auf dem Tisch sind es jetzt 7 Grad, also die sind jetzt noch 5 Grad wärmer.
und das taucht überhaupt gar nichts. Gestern Abend, so gegen 22 Uhr, da liefen die Dinger praktisch so 9 Stunden, da waren sie noch so bei 25 Grad. Also wenn ich jetzt tatsächlich zwei von diesen Dingern nehmen möchte und würde die Tränke so draufstellen, würde das vielleicht eine Zeit lang funktionieren. Aber alles in allem würde ich sagen, kannst du vergessen. Ja, den zweiten hatte ich noch mal dazugelegt, weil ich dachte, dass der erste vielleicht eine Ausnahmeerscheinung ist und vielleicht irgendwie einen Defekt hat. Aber dem war nicht so. Und den kleinen, den hatte ich einfach mal mit dazu gepackt, um zu gucken, bevor ich hier jetzt auch noch stundenlang irgendwelche Messungen mache, die hinterher nicht funktionieren, habe ich gedacht, packe ich den gleich mal mit dazu, kannst du alles vergessen. So, viel Spaß. Nun ja, dann haben wir jetzt schon mal ein Ergebnis. Ich habe euch gesagt, dass ich noch Taschenwärmer habe, die man wiederverwenden kann. Und zwar habe ich mal zwei Modelle besorgt, die man mit Feuerzeugbenzin befüllt. Ne? Dieses Modell 1, das ist so ziemlich der billigste, den ich gefunden habe. Und ich weiß nicht, ob man sieht, der hat auch schon so eine leichte Rauchentwicklung oben. Den habe ich nämlich schon mal angesteckt. Wie gesagt, der billigste, den ich überhaupt gefunden habe. Und dann habe ich auch noch den teuersten gekauft, den ich gefunden habe. Ne? Das ist jetzt sozusagen David gegen Goliath. Also der hier so für 8 Euro bei eBay. Der hier von Peacock in der Baby-Version. Das Ding gibt es in drei unterschiedlichen Größen. Und diese Größe ist jetzt halt die kleinste. Der soll mit einer Füllung Feuerzeugbenzin 20 Stunden heizen. Ja, ob die Dinger jetzt was taugen, wird sich zeigen. Den hier habe ich eben, wie gesagt, schon mal angemacht. Boah, wird mollig warm. Ist nicht so schlecht. Aber das war jetzt nur mal so zum Testen, ob das überhaupt geht. Also der richtige Test, der kommt gleich. Aber die beiden Dinger, die nehmen wir jetzt. So, zum Befüllen dieser Handwärmer braucht man natürlich Feuerzeugbenzin. Habe ich hier mal organisiert. Und bei dem Peacock läuft das so, dass man eine bestimmte Menge Feuerzeugbenzin in diesen Trichter füllt. Der passt genau hier oben rein. Damit das Ding, also umgekippt, damit dieses Ding 20 Stunden lang Wärme abgibt. Hier sind so komische Eichstriche drauf. Also muss man praktisch einmal diesen Pott ganz voll machen und dann einmal halb voll. Dann dreht man den und dann läuft das Benzin hier rein. Diesen Luxus haben wir leider bei dem China-Kracher überhaupt gar nicht. Wie ihr seht, ich habe den eben schon mal angemacht. Hier muss man Benzin reinkippen, wo man der Meinung ist, dass es einigermaßen passt. Ist jetzt nicht unbedingt das, wie ich mir das so vorgestellt habe. Aber da ich natürlich auch schon seit Jahrzehnten Benzinfeuerzeuge nehme, kann ich euch zumindest so viel sagen, wenn ihr hier das Benzin reinmacht und stellt den auf den Kopf und es kommt was rausgelaufen, dann ist definitiv zu viel drin und das sollte man dann auch alles rauslaufen lassen. Gut, den hier hatte ich eben schon mal befüllt, um dann festzustellen, dass die Kamera irgendwie nicht aufgenommen hat, aber jetzt ist das halt so. Und darum, boah, schön warm wird da. Lass ich den jetzt erstmal ausgehen und dann kommt der eigentliche Test von der Geschichte. Wir beginnen mit dem Modell vom Peacock und füllen da jetzt so viel rein, wie laut Herstellervorgabe benötigt wird, damit dieses Ding 20 Stunden brennt. Man findet im Internet diverse Tuning-Möglichkeiten für das Ding, indem man zum Beispiel kein Feuerzeugbenzin nimmt, so wie es der Hersteller empfiehlt, sondern Wasch- und Reinigungsbenzin und da so viel reinfüllt, dass, wenn man es auf den Kopf stellt,
gerade noch was rausläuft, also dass dieses Ding randvoll ist. Aber so machen wir das nicht. Das soll auch keine Empfehlung sein. Das heißt lediglich, dass diese Möglichkeit besteht. Aber ich werde das hier nicht empfehlen. Gut, also wir machen es wie vorgegeben. Es wäre schön, wenn sich dieses Ding irgendwie halten würde. Aber das passiert jetzt nun mal nicht. So, dann füllen wir den jetzt einmal ganz voll. Hier sind die Eichstriche einmal ganz voll und dann noch einmal die untere Stellung. Das Schöne bei dem Ding ist wirklich, sobald man diesen Trichter jetzt dreht, läuft die Suppe da rein. Ne? Das ist schon ein ganz cooles Patent. Aber dafür kostet dieses Ding ja auch 30 Euro ungefähr. So, eine Hälfte ist drinne. Gut, und weil das hier so schön drauf hält, machen wir die Menge gleich nochmal voll, saugen es dann mit der Spritze ab und packen es in dieses andere Ding hier rein. Der bleibt glücklicherweise einigermaßen stehen. Gut, beide befüllt. Das überschüssige Benzin, was jetzt eben runtergelaufen ist, das wischen wir mal weg. So, dieses ist das Billigmodell und das ist das Nobelkarossenmodell. So, und jetzt entzünden wir die. Wo ist mein Feuerzeug? So, sehen tut man hier jetzt gar nichts. Aber ich würde sagen, der läuft. Gut, teste ich gleich nochmal, so 10 Minuten später. Nachdem man den befüllt hat, hier ist so ein Säckchen bei, in das man den reintun soll. Das hat zum einen damit zu tun mit der Luftzufuhr und zum anderen, dass man sich an dem Ding nicht die Knochen verbrennt, wenn er denn wirklich so heiß wird. Gut, also hinein das Ding. So, ist auch sehr schön flauschig, irgendwie Filz oder sowas. Und sogar bei dem billigen China-Kracher ist ein Sack bei. Jo, den nehmen wir natürlich auch, ne? Ah, der brennt erstmal so und jetzt glimmt er. Ich denke mal, er ist an. Schlecht zu erkennen. Also machen wir es hier auch. Machen wir erstmal einen Deckel drauf, stecken in den Sack und dann gucken wir mal in 10 Minuten, ob der jetzt auch richtig gezündet hat. So, ein paar Minuten später, wie haben wir es denn? Also der hier wird tatsächlich schon mollig warm. Bei dem hier tut sich gar nichts. Na, ich sehe da so ganz leicht was glimmen. Würde schätzen, der ist jetzt an. Der hier, wie gesagt, gut im Gange. Kann man da jetzt schon was messen? Das ist schon ganz angenehm, ne? Das wären jetzt praktisch schon mal 23 Grad mehr wie draußen. Also könnte man den vielleicht auch so auf eine Tränke stellen oder unter eine Tränke legen. Aber ich lasse den hier jetzt erstmal so, um zu testen. Gestern ist er ja mal warm geworden. Ich weiß nicht, ob das ein Eintagsmodell ist. Dann wäre es natürlich auch ein weg. Dann wäre das auch für die Tonne. Keine Ahnung. Wir testen. So, kleiner Zwischenstand nach einer halben Stunde. Das Billigmodell aus China für 7,95 Euro. Also irgendwie, gestern hat er ja mal geheizt, aber heute wird das Ding überhaupt gar nicht warm. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal neu angesteckt. Das ist also ganz schön erbärmlich. Und wenn ich hier mal messe, also 17 Grad, das ist ja irgendwie nichts, ne? Das taucht nichts. Ich werde da gleich nochmal einen Brenner dran halten. Der Peacock dagegen, der ist schon schön mollig warm. Ne? 37 Grad an der Außenseite seiner Schutzhülle. Und wenn ich die jetzt mal abmache, alter Schwede, das ist wirklich sehr schön warm. Ja, dann habe ich also oben, da wo die Luftaustritte sind, so bei 100 Grad,
Also den kann man jetzt wirklich kaum so mit der Hand festhalten. Von daher ist dieses Säckchen eine total tolle Idee. Da stecke ich ihn auch gleich wieder rein. Also das Ding aktuell der Hit. Und hier halte ich jetzt erstmal einen Gasbrenner dran. Mal gucken, ob wir den in Gang kriegen. Und wenn nicht, dann ist es wieder ein Stück Schrott, was ich produziert habe. So, ein kleiner Zwischenstand nach 2 Stunden Testlauf. Peacock. Also auf dem flauschigen Samtbezug gemessen, 36 Grad. Das ist total toll. Jetzt nehme ich den noch mal raus hier. Ja, der ist aber sehr schön warm. Also das ist richtig klasse, das Ding. Jetzt kommt es natürlich auf die Brenndauer an, ne? Also der ist super. Und das China-Modell. Test hiermit für das Ding beendet. Ja, also mal ehrlich, das kann es ja jetzt nicht sein, ne? Dass dieses Ding da gestern gezündet hat und auch ein paar Stunden lang warm war. Auf die genaue Dauer habe ich jetzt nicht geachtet. Aber heute, das, ja, ich weiß es nicht. Was mir bei diesem Ding auch noch negativ aufgefallen ist, muss man sagen, dass der auch gestern, als er mal gebrannt hat, so ganz komisch gerochen hat, wie, ja, verbrannte Asche ist nicht der richtige Ausdruck. Also irgendwie komisch, kokelig und verbrannt. Der Peacock hingegen, hole ich hier nochmal raus, der, also der riecht jetzt auch nicht großartig nach verbranntem Feuerzeugbenzin oder so, ne? Also das Ding würde ich bedenkenlos im Stall da postieren. Ja, jetzt müssen wir halt gucken, wie lange der hält. Und dann werde ich nur nochmal unter einer Tränke platzieren, um zu testen, wie das denn so funktioniert, ne? So, jetzt sind wir wieder einen Tag weiter. Zuerst die gute Nachricht. Dieses Ding hat konstant durchgeheizt bis 0 Uhr. Da habe ich noch 40 Grad gemessen. Die schlechte Nachricht ist, ich bin dann natürlich irgendwann ins Bett gegangen und über Nacht ist er ausgegangen, weil ich eine Startzeituhr von 11.15 Uhr vielleicht nicht ganz so gut gewählt hatte. Okay, aber wir wollten den eh nochmal unter der Tränke ausprobieren. Und deswegen werden wir dieses Ding jetzt mal entgegengesetzt der Herstellerempfehlung überfüllen. Ne? Ich mache das jetzt. Ihr braucht das natürlich nicht machen. Ich mache das jetzt auf eigene Verantwortung. Und zwar fülle ich da jetzt so viel Feuerzeugbenzin rein, bis das Ding nichts mehr aufnimmt. Kipp's denn um, lass den Rest rauslaufen und dann starten wir nochmal neu. Es ist jetzt irgendwie 14 Uhr rum und dann denke ich mal, dass der bis morgen früh dann auf jeden Fall durchhält. So, ich bin ja mal gespannt, wie viele von diesen Trichtern da reinpassen. So, jetzt ist er voll. Es waren jetzt also fast 3 Trichter und den Rest, wie gesagt, schön rauslaufen lassen. Falls noch was rausläuft. Kommt nichts raus, aber er hat jetzt hier oben schon geblubbert und er ist jetzt definitiv randvoll. So, abwischen, Kappe drauf, zünden. Also man sieht wirklich überhaupt nicht, ob dieses Ding alles oder nicht. Aber er fühlt sich warm an. Also ab in Säckchen. So, und dann werde ich testweise dieses Ding hier auch nochmal aktivieren. Ja, ich rechne mir da nicht mehr aus wie wirklich nur 1 Stunde. Aber wir drücken mal. Ne, dann laufen die Dinger ja weiß an. Das ist ja eigentlich ein tolles Schauspiel. Mal gucken, ob wir das so festhalten können. Ja, da sieht man es. Wird auch sofort warm. Eigentlich sind die Dinger ganz cool. Die halten nur nicht lang genug. Ne? Also eben gerade drauf gedrückt. Temperatur. Das ist schon knackig. Jo. Sofort mollige Wärme für die Hände, aber in 1 Stunde wahrscheinlich schon wieder vorbei. Wir werden sehen. So, kleiner Statusbericht nach 3 Stunden Laufzeit. Das Kunststoff von der Tränke ist jetzt so bei 22, eben waren 26. Das ist auf jeden Fall schon ganz cool. Und das Ding. Ja, wird unter der Tränke nicht ganz so warm. Aber
alles gut. Das heißt, er kriegt nicht ganz so viel Sauerstoff, das ist ja nun mal so, aber dadurch wird er wahrscheinlich auch länger brennen. So, jetzt sind wir einen Tag weiter. Das Ding läuft jetzt seit 21 Stunden und jetzt gucken wir mal. Also als erstes, ich musste den Versuchsaufbau ein bisschen ändern. Ich hatte ja zuerst die Tränke mit dem Boden, ne? Die hat so kleine Füße dran, in der Hoffnung, dass das irgendwie ganz gut funktioniert. Hat's aber nicht. Das Ding kriegt hier unter, also der Handwärmer, zu wenig Luft. Deswegen habe ich mir jetzt ein altes Backofenrost genommen, habe das hier hingelegt und hier liegt jetzt das Teil drauf. Das Kunststoff hat da, wo der Heizer liegt oder wo der Wärmer liegt, eine akkurate Temperatur. Ich glaube, da können wir uns nicht beschweren. Kann man das erkennen hier? Jo. Und das Ding selber, ne, der ist also bei akkuraten 40, 45 Grad, je nachdem, wo man misst. Und ich denke mal, das ist schon mal richtig geil. Ne, da wollen wir uns mal nicht beschweren. Und wie gesagt, das Ding läuft jetzt seit 21 Stunden. Gut, ist natürlich noch nicht das Ende des Tests. Jo, abwarten, gucken. So, Lele. Dieses Ding läuft jetzt seit 27,5 Stunden und ich beende den Test jetzt mal, weil ich glaube, jetzt wird er auch so langsam kühler. Wir messen jetzt nochmal. Ja, also 32 Grad, so langsam neigt es sich dem Ende. Aber wie gesagt, von gestern um 13.30 Uhr bis jetzt ist es 15.45 Uhr. Das sind 26,5 Stunden. Okay, ich habe mich um eine Stunde vertan, geht die Welt nicht von unter. Also, wenn ihr eine Alternative sucht, stromfreie Tränkenheizer, dann kann ich dieses Ding absolut echt nur empfehlen. Und das ist ja, wie gesagt, nur die kleine Version. Ne? Es gibt dieses Ding ja auch noch zwei Nummern größer. Und die 20 Stunden Heizleistung, mit der dieses Teil angegeben ist, die hat er jetzt ja ganz locker getoppt. Okay, ich habe natürlich wesentlich mehr Feuerzeugbenzin reingefüllt, wie der Hersteller das empfiehlt oder vorgibt für die Heizleistung von 20 Stunden. Bei Benzinfeuerzeugen, die mache ich ja auch immer so voll, bis es unten raustropft. Ne? Und ich nehme Zippos und Imco-Feuerzeuge schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren oder so. Da ist auch noch nie was passiert. Also ich finde dieses Ding richtig, richtig klasse. Es gibt diesen Handwärmer, gibt es übrigens auch von Zippo, aber der ist nur mit der Laufleistung von 12 Stunden angegeben. Ne? Deswegen war auch einer der Gründe, weshalb ich mich für den Peacock entschieden habe. Die Alternative, das Ding mit Waschbenzin zu befüllen, was natürlich wesentlich günstiger ist als Feuerzeugbenzin, kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht getestet. Ich verlinke es euch unten mal. Wer da einschlägige Erfahrungen mit hat, der kann das gerne unten in die Kommentare posten, würde mich freuen. Und wenn ihr so ein Ding vielleicht als Outdoor-Profis irgendwie im Gebrauch habt, vielleicht könnt ihr da auch was zu der Laufleistung sagen. Also dies ist, wie gesagt, das Babymodell. Ich bin damit super zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist wesentlich besser, als ich es mir vorgestellt habe. Und vor allen Dingen habe ich jetzt nicht 4 Tage lang ein Video umsonst gemacht und es hat nicht funktioniert. Das finde ich eigentlich total geil. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Jensmann.